Wir alle stehen auf große Teller, nicht wahr? Aber leider kann in unserer heutigen Challenge immer nur einer einen großen Teller bekommen. Du weißt schon, worum es geht. Mach es dir bequem, die neue Challenge von Multidoo beginnt. Diese Torte sieht klasse aus. Meine Portion ist nichts im Vergleich zu deiner. Darf ich anfangen? Kirsche, komm mal her. Das Törtchen zergeht nur so auf der Zunge. Und das esse ich auch noch. Susie, jetzt pass doch auf. Sorry, Emma, das wollte ich nicht. Das war ein Schuss. Ich sehe Sterne. Kate, bist du in Ordnung? Ja, jetzt schon. Jetzt will ich was essen. Noch eine Tasse Kaffee. Ach, für den Zucker brauche ich keinen Löffel. Ich nehme gleich alles. Bist du eine Naschkatze? Wow. Das ist doch gar nichts. Immer noch nicht süß genug. Ich hoffe, die Torte macht das wieder gut. Boah, wie krass. Aber dafür schmeckt's mir jetzt. Oh, wie süß. Kate, du frisst wie ein Schwein. Ja und? Ich mag es so. Na, endlich bin ich dran. Ich nehme mir einen Löffel. Oh, der passt gut. Mmh, wie lecker. Weg von meiner Torte. Die gehört mir alleine. Emma, dann mach dich auf eine Überraschung bereit. Anzünden. Und in Deckung gehen. Kate, ich komm mit. Hilfe! Meine Torte ist weg. Wie konnte das bloß passieren? Was für nette Macarons. Wieso müssen die immer so winzig sein? Nicht immer. Mein Ding ist wohl eine Ausnahme. Ich werde meins auch vergrößern. Passt mal auf. What? Wo ist sie hin? Komm her, mein Kleines. Oh, wow. Coole Idee. Bleib mal hier, Emma. Wieso habt ihr das getan? Es war voll dunkel da drin. Na gut, dann esse ich mein Macaron einfach so. Schmeckt wie erwartet. Perfekt. Zu schade, dass es schon alle ist. Bei mir fängt alles erst an. Mmh, wie lecker. Es geht weiter. Das Ding schnapp ich mir. Emma, das ist nicht fair. Wenn's um Essen geht, gibt's kein fair und unfair. Das sind doch alles Kleinigkeiten. Wartet's ab. Jetzt komm ich dran. Probieren wir mal. Mmh, die Füllung schmeckt so gut. Susie ist voll weg. Die ist gar nicht aufzuhalten. Oh, die hat sich verändert. Was schaut ihr mich so komisch an? Ist was passiert? Unglaublich. Ist ja riesig. Vier Schichten. Klasse. Ich hab nur drei. Und die sind auch noch so klein. Oh, da sind Knöpfe drauf.
so viel Schokolade. Hoffentlich verschütte ich das nicht. Oh nein, es ist doch passiert. Oh, ganz schön mies. Da lässt sich wohl nichts mehr machen. Versuch den Moment einfach zu genießen. Das war klug von dir. Susie, jetzt hör doch auf. Sorry, aber ich musste mich wieder in Ordnung bringen. Emma, jetzt bist du dran. Bäh, voll bitter. Ich gebe noch Erdbeeren dazu. Das brauche ich nicht. Schaut genau hin, gleich passiert ein Wunder. Unglaublich. Der Erdbeerspringbrunnen schmeckt viel besser als der einfache aus Schokolade. Emma, du hast einen Schnurrbart. Na und? Die kann man auch noch essen. Oh, wegen euch habe ich Hunger bekommen. Ich nehme mir ein paar Schoko-Erdbeeren. Emma, ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns in diese Idylle ein bisschen einmischen. Lass uns Tabasco in den Springbrunnen hinzugeben. Jetzt heißt es abwarten. Was war das? Wieso brennt das? Wir müssen es ein bisschen übertrieben haben. Mann, das kann man nicht mehr essen. Boah, wie eklig. Sorry. Sorry, wir dachten nicht, dass das so enden würde. Knoblauch, bloß nicht das. Der ist ja furchterregend. Ich kann gar nicht hinschauen. Ich schlage vor, Kate beginnt. Hm? Na gut, wenn ihr meint. Oh, scharf und bitter zugleich. Du Arme. Das ist voll eklig. Oh, jetzt stinkst du selber nach Knoblauch. Dann habe ich eine Überraschung für euch. Hä, was macht die? Das ist für euch. Gleich erfahrt ihr, was richtig stinkt. Ich ersticke gleich. Okay. Aber dafür bin ich nun bereit, es zu probieren. Das war mutig. Wann ist der Knoblauch endlich alle? Emma, halte durch. Ich hab's geschafft. Aber jetzt muss ich mir dringend die Zähne putzen. Gib mir schnell eine Zahnbürste. Die ist ja gewaltig. Emma, mach den Mund zu. Das blendet voll. Wobei, vielleicht könnten wir das gebrauchen. Wer war da? Oder doch niemand? Ein Vampir? Mich beißt du sicher nicht. Ich bin voller Knoblauch. Was machst du? Hör auf. Auf keinen Fall. Ich hoffe, der ist gleich weg. Lauf! Ich habe ihn besiegt. Susie, du hast uns gerettet. Aber stinken tust du trotzdem.
Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Wir freuen uns auf deine Kommentare. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.